Hallo, willkommen zurück hier bei Assassin's Creed Odyssey. Wir sind in Atlantis, Leute. Ich werde gerade mal gucken, was hier so der Chance auf kritische Treffer beeinflusst, auch Brand und Gift. Oha. Krass. Erlaubt das Atmen unter Wasser. Lol, wenn ich den also ausrüste als Zweitwaffe, dann. Habe ich eigentlich nette Legenden? Ja. Okay. Auf jeden Fall besser als ein Hades. Da bist du ja. Ich fühle mich geehrt, dass die Dikastes meine demütige Einladung annimmt. Ah, du bist Atlas, nehme ich an. In der Tat. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast sicher viel zu tun. Die Bürde, die dir mein Vater auferlegt hat, ist keine leichte. Der Sohn von Poseidon. Dank Poseidon habe ich hier jede Menge zu tun. Aber wenn ich kann, helfe ich dir. Eine noble Einstellung. Wie mein Bote bereits sagte, ist die Situation sehr ernst. Ich brauche die Dikastes. Nun, hier bin ich. Es geht um meine Brüder, die Archonten. Sie haben Probleme mit den Menschen, über die sie herrschen. Die Spannungen zwischen Iso und Menschen wachsen. Ohne ordnende Hand wird es immer schlimmer werden. Ich werde versuchen, meine Position zu nutzen, um zu helfen. Finde Gardiros, Ampheres und Asais. Ich hoffe, dass sie durch dein strahlendes Beispiel etwas lernen, was sie dringend benötigen. Disziplin. Und dass der Friede zwischen Menschen und Iso gesichert wird, wenn ich ihnen helfe. So lautet der Plan. Poseidon hätte wissen müssen, dass sie der Verantwortung eines Archons nicht gewachsen sind. Sein Fehler. Erzähl mir von Gardiros. Du findest ihn sicher in der Nähe der Arena, wo er sein nächstes atemberaubendes Spektakel plant. Okay. Was sollte ich über Ampheres wissen? Vermutlich terrorisiert er Menschen in der Nähe des befestigten Doma von Autochton. Pass auf, dass du dich nicht anschleichst. Er ist schreckhaft. Was ist mit Asais? Wie ist er? Du findest Asais dort, wo immer es humanitäre Arbeit zu erledigen gibt. Ich hörte, es gab einen Zwischenfall beim Doma von Ampheres. Wo ich herkomme, gibt es auch Archonten. Erfüllen sie dieselben Aufgaben? Sie beaufsichtigen und herrschen über die Bewohner von Atlantis und sorgen dafür, dass alle zufrieden und friedlich leben. Leider scheitern sie daran. Zwischen den beiden Völkern scheint es immer Unruhen zu geben. In der Unterwelt und im Elysion war es genauso. Mit der Zeit nehmen die Spannungen zu. Ich nahm an, mein Vater würde sich darum kümmern, aber es wird immer schlimmer in Atlantis. Niemand will sehen, was passieren könnte, wenn wir keine Vorkehrungen treffen. Ich finde die Archonten und sorge dafür, dass ihre Probleme gelöst werden. Okay. Das ist also Atlantis. Oh, Palast wahrscheinlich mal ganz oben. Ja, natürlich, ich Idiot. Konnte ich auch nur denken, dass es nicht so ist.
Willst du mich verarschen? Kletter doch hoch, Mann! Ja, Mann, geh da hoch. Alter. Oh, also ich könnte auch was da kriegen, ne? Wenn man nur mal kurz eben den einen... Alter Schwede. Das ist so gut wie der höchste Punkt von Atlantis gerade. Also, zweithöchster würde ich sagen. Okay. Da haben wir einen Schmied. Erstmal muss ich aber runter da zum Magnet. Ich habe einfach so das Gefühl, dass ich hier rein muss. Oder auch nicht. Alter, wie viele Ebenen gibt's hier denn? Ich verstehe nicht, wie ich da hinkommen soll. Jetzt geh doch! Ich hab keine Ahnung, wie ich diesen Spiel erreichen soll.
Vielleicht jetzt. Na, das Stück hätte ich aber auch schwimmen können, mal. Oh. Vor allem der ganze Ort heißt auch einmal schon die Schmiede Atlantis. Alter. Ich würde einfach nur meine Rüstung verbessern. Guten Tag. So. Gleich gucke ich erstmal die Kurve fürs Gravieren. Was man hier so hat. Einfache Pfeile werden zu Giftpfeilen. Einfache Pfeile werden zu Brandpfeilen. So. Prozent Adrenalin zuwachs. Aber ja, hatte ich jetzt nicht so. So, verbessern. Generell. Was immer. Was finde ich davon? Doch, kaufen. So. Hätte nee, nicht mehr genug Geld. Fertig? Dann ja. Auf Wiedersehen. Fertig. Jetzt mal ordentlich die Rüstung verbessert, ey. Hat ja nur eine halbe Ewigkeit gedauert, bis wir den Eingang und alles gefunden haben, Alter. Ja, das ist, glaube ich, sogar so schneller jetzt rauszukommen. Eieieiei. Wollen wir mal Richtung unserer ersten Aufgabe gehen.
Da. Haben wir denn hier den Aussichtspunkt? Aber Hauptsache, hier gibt es auch so Festungen, die ich nicht betreten darf. Dem Ding da wahrscheinlich, oder? Ja. Traum der Intuition. Ja. Oikos von Atlantis. Die Türme sind immer so hoch. Alter, Atlantis bei Nacht. Okay. Aber wir schaffen es auch noch mal zu einer Mission in dieser Folge. So ist es ja nicht. Hier ist halt alles so friedlich und schön. Das heißt, ein Arzt und ein Archon. Was habe ich übersehen? Was muss ich tun? Azais. Du hast alle Hände voll zu tun. Die Castes, welch willkommener Anblick. Davon gab es in letzter Zeit nicht viele. So viele Kranke. Ich bin überrascht, dass sich etwas in einem so fortschrittlichen Ort ausbreitet. Es ist erschreckend. Nichts, was ich versucht habe, heilt die Kranken oder stoppt den Erreger. Ich habe schon so viele verloren. Wann hast du die Krankheit denn das erste Mal bemerkt? Zu Beginn dieses Zyklus. Es fing langsam an und ich dachte mir, es ist nichts dabei. Aber jeden Tag kamen mehr Fälle. Mit jedem Kranken breitete sich der Erreger schneller aus. Du siehst wirklich besorgt aus. Hast du je eine Krankheit wie diese erlebt? Nein. Während dieses Zyklus gab es viele seltsame Ereignisse. Eingegangene Pflanzen, eigenartige Insekten und Tierangriffe. Ich frage mich, was das bedeutet. Keine Sorge. Wir werden diese Krankheit aufhalten. Sag mir, was du brauchst. Nun ja, es gab ein Instrument, an dem ein Wissenschaftler namens Consus gearbeitet hat. Es sollte dabei helfen, Verletzungen schnell zu heilen und Krankheiten auszurotten. Sollte? Das Gerät ist verschwunden. Wissenschaftler haben versucht, es auf Basis der Pläne nachzubauen, aber es befindet sich noch in der Testphase. Und es wurde noch nicht an Menschen ausprobiert. Es funktioniert vielleicht nicht. Das ist nicht das größte Problem. Poseidon verbietet den Einsatz unserer Werkzeuge für Menschen. Wenn wir nicht schnell handeln, wird sich der Erreger über ganz Atlantis ausbreiten. Als sich eine Seuche in Athen ausbreitete, schlug Hippokrates zuletzt vor, die Leichen zu verbrennen und die Kranken mit ihnen. Du sprichst von Mord an unschuldigen Menschen. Es ist Gnade, Azais. Es ist besser, als durch Untätigkeit noch mehr sterben zu lassen. Nein, wir sind keine Barbaren. Wir vergeuden kein Leben. Das wollte ich nicht. Wenn es eine Chance gibt, es zu retten. Bitte finde das Instrument und bring es mir. Gut, wir machen es auf deine Art. Wo ist es? Ich besorge es. Du findest es in einem der ISO-Labore im Consus-Archiv. Mit etwas Glück können wir diese Menschen retten. Bevor mein Vater erfährt, was vor sich geht. Ups. Ich wollte eigentlich, ja. Sais hat mich gestern untersucht. Ah, ja. Also. Läuft der hier normal? Ja. Wir sind in einer riesigen Stadt.
Oh Mann. Warum tut ihr mir das mit der Stadt immer an? Das auch wissen haben will. Aber ich töte hier gerade Leute, Menschen. Was auch so in dem Willen ist. Wie verrückt. Davon muss es noch mehr geben. Das ja auch. Wer ist das? Könnt ihr was lesen, wenn ich dann meine Maus irgendwie da drüber krieg. Plus 3 ISO-Wissen. Alter. Bis ich das voll habe, wollte ich mich eh. Alter. Okay, das ist nur ein Weg, um rauszugehen damit. Dieses Metall ist schwer. Die Schmiede von Atlantis. Damit lassen sich Waffen herstellen. Ich muss diesen Ort finden. Adamant bauen, eigene Waffen herstellen oder was? So etwas habe ich noch nie gesehen. Das 20 ISO-Wissen. Okay. Hinten war also das Ding. Eigentlich verstoße ich ja instant gegen das, was Poseidon will. Aber warum sollte man diese? Ich habe ein ungutes Gefühl, irgendwie die einzusetzen. Immer so. Nebenbei. Dazu mein Empfinden.
soll dieses leuchtende Stück Stoff die Kranken heilen? Hoffentlich hat Asai es recht. Ich kann endlich auch laufen, weil ich genauso schnell bin, als wie mit dem Pferd. Dass das Pferd vielleicht automatisch laufen kann. Oder ja. Ich weiß nicht, ob man noch die Option kriegen, ihn davon abzuhalten, es zu verwenden oder nicht. Doma, das ist unfair. Oh, ich hasse so Riesenstädte. Das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, haut rein!